Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu dieser Schiffseinweisung hier zur Siegfried T9 Spezialkreuzer. Zu bekommen für 47.000 Forschungspunkten und jetzt halt verfügbar in World of Warships. Wir wollen es euch einmal wieder ganz genau vorstellen, den Dampfer. Und ja, wir fangen direkt mit der Geschichte an. Ihr kennt es, es ist ein Entwurfsschiff, genauso wie die Aegir auch, basierend auf der O-Klasse. Und ja, Entwurf stammt wohl von 1940 laut World of Warships. Tatsächlich wurde das Schiff nie gebaut. Am Ende markant dafür die Geschütze vorne drauf, 380 mm, zwei Türme vorne, A2 Rohre, ein Turm hinten, A2 Rohre. Ja. Ja, dann können wir uns schon direkt die Panzerung angucken. Ist genauso wie die Panzerung der Aegir. Wir haben frontal 27 mm, hinten 27 mm. Bedeutet auf jeden Fall gleich wieder das Problem. Ne? Bismarck, Tirpitz, Richelieu, Alsace und wie sie alle heißen, alles was 380 mm hat, das kann bei euch abprallen. Ja? Alle anderen Kaliber, die größer sind als 380 mm, um genau zu sein größer als 387 mm, die overmatchen euch. Das heißt, die Panzerung wird ignoriert und die Granaten fliegen halt hier rein und im schlimmsten Fall dann auch in die Zitadelle, die hier unten zu sehen ist. Unterschiedlich stark gepanzert ist hier 100, da eben 30 mm. Oben auf dem Deck, da haben wir eben hier eine Deckspanzerung von 30 mm. Und wenn wir dann weiter durchgucken, haben wir da nochmal eine Zitadellenpanzerung von 60 mm. Das heißt, wir haben nur 90 mm Deckpanzerung. Und ja, das war es eigentlich schon wieder. Heißt auch, ja, es ist natürlich nicht gerade besonders schwer für Kreuzer. Also die müssen nicht mal IFAE geskillt sein. Die 152 mm Kreuzer jetzt mit dem Rework der HE-Granaten kommen 30 mm Pen auf jeden Fall immer relativ leicht zustande. Und ja, die IFAE geskillten Zerstörer und so weiter kommen alle ohne Probleme durch die 30 mm durch. Das heißt, das ist ein echtes Problem für euch. Ne? Also wenn ihr da HE-Feuer ausgesetzt seid, dann werdet ihr relativ schnell eure Trefferpunkte verlieren. Richtig gut wiederum ist die Seitenpanzerung bei der Siegfried. Hier die 90 mm und dann haben wir auch hier wieder diese ganzen Sachen, die wir jetzt auch vorher schon gesehen haben. Wir haben hier halt die 190 mm, wir haben hier die 80, dann sind wir schon bei 270 und dann gibt es nochmal die 60. Das heißt, wir sind bei 330 mm oder 315 mm Seitenpanzerung, was für einen Kreuzer mega stark ist, ja. Also wenn ihr Beschuss bekommt, dann achtet darauf, dass ihr am besten so ein bisschen angewinkelt von der Seite so schräg rauf bekommt und dann kommt es auf das Kaliber drauf an, ne. Aber jetzt haben wir hier schon mal die verwundbaren Stellen ganz klar aufgezeigt und da, wo die Stärke der Siegfried liegt. Und jetzt schicke ich euch direkt ins Gameplay und ja, wir schnacken dann über die ganzen weiteren Details des Schiffes, die sich doch relativ deutlich auch von der Aegir unterscheiden, obwohl wir hier ja am Ende einen ähnlichen Rumpf haben. Bei den Trefferpunkten stehen wir hier mit 62.850 Punkten auf Platz 2 hinter der Kronstadt und gleich auf mit der Aegir. Auch bei der Torpedoschadensverringerung sind wir gleich auf mit der Aegir, haben aber den besten Wert. Das hat die Aegir ja auch schon an der Torpedoschadensverringerung für einen T9 Kreuzer, schweren Kreuzer, großer Kreuzer, Schlachtkreuzer, wie auch immer man das hier nennen möchte. Und das ist halt was Besonderes. 37% hat kein anderer großer Kreuzer. Noch was andere große Kreuzer nicht haben, sind zum Beispiel die Hauptbatterie im Kaliber 380 mm und da wollen wir uns als nächste drum kümmern. Die ist doch recht komplex sozusagen, was wir da alles beachten müssen bzw. was wir da erwähnen sollten. Fangen wir zuerst damit an, dass ich das Hauptbatterie-Modifikation 3 Modul in Slot 6 eingebaut habe und deswegen meine Turmdrehzeiten ticken langsamer ist, während meine Nachladezeiten ticken schneller ist. Also lasst euch bitte nicht ganz doll verwirren. Ihr kennt, die Schiffseinweisungen sind seit einiger Zeit so, dass ich immer mit Signalflaggen, Kapitän und Modulen davon berichte. Ladezeit hier, ihr seht es eingeblendet ja auch, 22,9 Sekunden, was ich ganz angenehm und sportlich finde für dieses Schiff. Dann haben wir 35,6 Sekunden Turmdrehzeit, auch super oder kommt sehr gut damit klar, fühlt sich jetzt nicht schlecht an. Ja, bei der Sprenggranate, wie gesagt, 380 mm, haben wir einen schlechten Alpha-Damage-Wert von 4400 Punkten. Da ist selbst die Azuma, obwohl sie 70 mm weniger Kaliber hat, vom Alpha-Damage 700 Punkte besser. Und wir liegen auch im Verhältnis zu anderen Schlachtschiffen, die 380 mm oder 381 mm Kaliber haben, am Ende. Ne? 4400 Punkte, das ist quasi, wir haben hier Bismarck- oder Tirpitz-Geschütze. Eins von beiden kann man sich quasi aussuchen, welche man da jetzt als Vergleich hernimmt. Und ja, HE-Alpha-Damage ist bei den
den Deutschen immer schlecht, auch bei den Kreuzern. Dafür ist aber die Penetration eben viel höher als bei vielen anderen Schiffen. Ja, wir haben hier eine Durchschlagskraft der HE-Granate von 95 mm, was natürlich auch mehr ist als bei der Air Gear, ja, aber eben auch bei vielen anderen Schiffen, also wie gesagt, Azuma, Alaska und Kronstadt kommen da nicht mit. 34% ist die Brandwahrscheinlichkeit, Skilver bis auf 38% würde ich hier aber nicht empfehlen. Wir haben hier auch nur 6 Mumpeln und so weiter. HE spielt man mit der Siegfried nur in einer denkbar ungünstigen Situation, dass man sich frontal gegenübersteht, als Beispiel. Und da geht nichts voran. Da kann man mal HE draufsetzen, in der Hoffnung, dass vielleicht ein Brand existiert oder dadurch generiert wird. Und dann ihr einfach weiter Schaden machen könnt, weil frontal prallt ihr ja an relativ viel Panzerung ab. Weiter geht's dann schon hier mit der AP-Granate, wo wir Standard-Abprallwinkel haben. Aber bevor wir zu den Abprallwinkeln kommen, müssen wir uns ja eigentlich anschauen, wie weit wir denn overmatchen. Und das ist für unser Schiff hier wirklich was Cooles. Immer in Anbetracht, dass wir ein Kreuzer sind, ne? Können wir hier bis zu 26,57 mm gegnerische Panzerung einfach overmatchen. Das heißt, eure Granate ignoriert den vorderen Bereich, ne? Und das ist ganz cool, weil ihr ja immer als Kreuzer gematcht werdet. Ja, das heißt, gegen euch wird ein anderer Kreuzer gesetzt. Natürlich bevorzugt ein großer Kreuzer oder ein Schlachtkreuzer, aber ihr werdet auch automatisch halt andere Kreuzer dabei haben. Ich sage jetzt einmal eine Cleveland oder eine Venezia, könnt ihr alle frontal Zitadellen, ja, weil die eben nur 25 mm Panzerung haben oder eben sogar weniger, Minotaur zum Beispiel und so weiter. Ne? Also wenn man da mal in die Situation kommt, einfach frontal auf die Nase halten und ihr habt trotzdem eine gute Chance, eben Schaden zu verursachen. Dann gibt es eben diese Standard-Abprallwinkel, 0 bis 30 Grad keine Penetration möglich, 30 bis 45 Grad ist die Penetration möglich, RNG-lastig und so weiter. Ihr müsst, wenn ihr dann penetriert, 63 mm Panzerung durchbohren, bevor der Zündverzögerer von 0,033 Sekunden auslöst und dann eben den Alpha-Damage, im Optimalfall in der Zitadelle von 11.600, eben freisetzt. Wo stehen wir denn jetzt mit den 11.600? Im Vergleich zu unseren Kreuzern, ja, sind wir natürlich hier das stärkste Schiff und haben die stärkste AP-Granate überhaupt. Ja, wir sind ja bis zu 3.000 Punkten besser als Azuma, Kronstadt, Alaska. Aber wir haben hier, wie gesagt, 380er Tirpitz Bismarck-Geschütze drauf. Das können wir auch gut mal vergleichen mit einer Richelieu oder einer Vanguard oder einer Monarch und so. Und da sehen wir dann nicht mehr so pralle aus. Die Richelieu hat 11.900, ne, mit ihren AP-Granaten. Eine Roma sogar 12.000, eine Vanguard 11.700. Also ihr merkt auch da, sind wir zwar jetzt nicht weit weg, aber eben auch nicht vorne mit dabei bei dem Alpha-Damage der AP-Granate. Allgemein gibt es aber hier auch positive Sachen zu berichten. Die AP-Granate und nicht nur die AP, sondern die HE ganz genauso, sind sehr, sehr genau. Wir haben hier nur 3 Türme. Jeder Turm hat eben diese 2 Rohre, wie ich das eingangs schon sagte. Wir haben einen sehr hohen Sigma-Wert und zwar von 2,05, also Kreuzerstreuung. Und das ist noch nicht alles, denn wir haben hier, ich habe jetzt extra mal die Streuungsellipse rausgeschrieben, auf 18 Kilometer nur eine horizontale Streuung von 143,9 Meter und eine vertikale Streuung, also in der Tiefe, wenn man dazu sagen möchte, von 73,1 Meter. Jetzt können euch diese Zahlen wahrscheinlich eher verwirren, dass ihr sagt, boah, was soll ich jetzt mit diesen Zahlen? Ich will die mal ins Verhältnis setzen. Und zwar mit der Georgia, ein T9-Schlachtschiff, was generell als relativ genau zählt. Aber eben auch die Sandera, die hat noch einen Geschützturm mehr und die zählt als das eigentlich genaueste Schlachtschiff im Moment in World of Warships. Und die hat auf der gleichen Kampfentfernung eine Streuungsellipse von 179 Meter und vertikal von 91 Meter. Ja, ihr merkt also, wir sind da quasi 20 Meter bei der Vertikale und über 30 Meter in der Horizontale von der Streuungsellipse der Siegfried enger. Ja, und dazu haben wir noch einen Sigma-Wert, der 0,25 Punkte besser ist als bei der Georgia und 0,15 Punkte besser ist als bei der Sandera. Das heißt, wir haben hier wirklich ein sehr, sehr genaues Schiff. Und das werdet ihr auch im Gameplay sehen, wie teilweise gebündelt diese Granaten fliegen. Das ist dann auch wieder gleichzeitig die Herausforderung. Ihr müsst richtig zielen, weil ihr habt nur 6 Granaten und nicht 9 Granaten oder 8 Granaten in der Luft. Ja, und ihr müsst euch die Ziele gut aussuchen. Ja, weil diese AP-Granate eben extrem overpen-anfällig ist, also Durchschläge verursacht. Gerade auf Ziele,
wie leichte Kreuzer. Auch wenn die Breitseite fahren, kann es durchaus passieren, dass ihr nicht in der Lage seid, Zitadellen drauf zu machen, sondern einfach zu overpennen, ne? Also durchzuschlagen. Und eure Granaten sind am besten angebracht eigentlich auf Schlachtschiffe oder schwer gepanzerte Kreuzer, wie jetzt zum Beispiel eine Azuma, ja? Oder eine Kronstadt oder eine Alaska oder eben eine Hindenburg oder Pipper. Das sind ja alle schwere Kreuzer, ne? Die auch so eine verschachtelte Panzerung haben. Da können die Granaten viel besser eben ihre Schlagkraft entfalten, um es mal so auszudrücken. Darüber hinaus haben wir eine Kampfentfernung von 20,6 Kilometer und die können wir hier sogar noch steigern mit einem Abfangflugzeug oder Aufklärungsflugzeug. Damit können wir sogar noch weiter schauen und auch über diese Berge gucken. Ich möchte mal noch ein paar Worte zur Penetrationskraft des Schiffes verlieren. Wir können auf 20 Kilometer 391 mm Panzerung penetrieren. Das ist übrigens 15 mm mehr als die Kronstadt das kann. Ja, obwohl sie ein kleineres Kaliber hat, sind es nur 15 mm. Auf 14 Kilometer sind es 473 mm, auf 10 544 und auf 5 sind es 648 mm. Und da sind wir sogar 35 mm stärker als das, was die Kronstadt eben kann. Ne? Also ihr merkt, ne, wir haben zwar ein großes Kaliber, aber nicht unbedingt die beste Penetrationskraft. Ne? Auch so in der Relation, wenn man überlegt, dass die Kronstadt nur 305 mm hat und die Durchschlagskraft der Kronstadt aber fast genauso gut ist wie der 380er hier. Mündungsgeschwindigkeiten HE und AP sind gleich 820 Meter pro Sekunde. Dann kommen wir zur Sekundär, die möchte ich hier auf jeden Fall erwähnen. 8,4 Kilometer Reichweite, das ist fast nicht geskillt, sondern eben nur Zielsystemmodifikation ist drin, da bringt 5% und die Signalflagge bringt 5%. Also, ja, ist hier auf jeden Fall eine verbesserte Sekundärreichweite im Vergleich zur Air-Gear festzustellen. Und wir haben hier eine gute Penetration von 32 mm. Auch da ist kein EFAE notwendig. Ich würde die einfach so mitnehmen, die 8,4 Kilometer. Braucht man aber nicht so häufig. Dann kommen wir zur nächsten Sache, nämlich wenn ihr noch näher dran seid als die Sekundärreichweite, dann kommen irgendwann eure Torpedos zum Tragen. Ihr habt auf beiden Seiten jeweils einen Werfer mit 4 Torpedos drin, 90 Sekunden Nachladezeit, so typisch deutsche Werte, 13.700 Alpha Damage, ist nichts Dolles, aber kann schon mal den Unterschied ausmachen. Und die schwimmen 6 Kilometer weit, 65 Knoten schnell. Wichtig ist hier einen Unterschied zur Air-Gear herauszukristallisieren. Frontal, ja, ist es so, dass euch 10 Grad fehlen. Ihr müsst also mehr in die Breitseite drehen, als die Air-Gear das muss. Ja, die Air-Gear kann fast nach vorne torpen, so ähnlich so gut wie die der Franzosen. Also die Henry kann das ja auch sehr weit nach vorne torpen. Das kann die Siegfried nicht so gut. Und hinten fehlen euch auch 5 Grad, ja, im Vergleich zur Air-Gear. Da ist die Elgie einfach das beste Schiff auf T9, kann man so sagen, von den Torpwinkeln her. Der Rest ist identisch, Nachladezeit, Schaden und so weiter. Ne? Also nur noch, dass ihr das mal beachtet, da kommt eben die Situation zum Tragen, dass die Torpedowerfer hier bei der Siegfried eingebaut sind in den Rumpf, während sie bei der Elgie eben auf dem Deck drauf sind. Ne? Das ist der Unterschied. Dann die Flugabwehr ist hier, ja, ich würde sagen, vernünftiges Mittelfeld, wenn man nur den Basiswert betrachtet. Wir haben hier 347 kontinuierlichen Schaden, die restlichen Werte blende ich euch quasi gerade ein. Wir haben hier eine Explosion weniger als bei der Aegir, ja, auch ganz interessant, dass wir hier bei den Explosionen eine weniger haben. Wir schießen 6 Kilometer weit, aber wir haben hier einen großen Vorteil. Ihr habt hier defensives Flakfeuer zur Auswahl. Das heißt, wenn mal wieder nicht so viele Zerstörer unterwegs sind, aber mehr Flugzeugträger, dann solltet ihr defensives Flakfeuer reinbasteln und dann steigert ihr eure Effizienz der Flugabwehr auf den zweiten Platz nach der Alaska. Ja, dann, wenn ihr defensives Flakfeuer nicht benutzt, seid ihr eher halt im Mittelfeld, sogar schlechter als die Aegir, muss man sagen. Die Aegir hat nämlich einen kontinuierlichen Schaden von 40 Punkten mehr. Dann geht es schon weiter mit der Manövrierbarkeit. Die ist komplett ident mit der der Air-Gear. Mittelfeld in allen Bereichen, weder besonders gut noch besonders schlecht. Auch die Erkennbarkeit ist komplett identisch. Und da gibt es eigentlich gar nicht mehr weiter zu sagen. 11,9 Kilometer ist ein Megawert für die Erkennbarkeit. Ist genauso niedrig erkennbar wie die Azuma. Ja, wenn ihr aber im Nebel steht und schießt, dann geht ihr zum Beispiel weiter auf als die Azuma. Ne? Das ist nur mal so für den Hinterkopf, dass ihr das auf jeden Fall beachtet. Jetzt schauen wir uns die Verbrauchsmaterialien hier bei der Siegfried an. Slot 1, Schadensbegrenzungsteam, Standard, ihr seht die Werte eingeblendet. Slot 2, da fängt es nämlich an, interessant zu werden. Da gibt es nämlich einen ganz starken Unterschied im Vergleich zur Ecke. Wir haben nämlich hier sehr viel optionale Verbrauchsmaterialien. Ihr könnt hier Hydro benutzen, das deutsche Hydro, Standardwerte, wie bei der Ecke eben auch. 120 Sekunden Wirkungsdauer, 114 Sekunden Ladezeit durch die 1000-Sasser-Flagge, die Aufladung. Aber ihr könnt eben auch
das defensive Flakfeuer im Austausch benutzen. Auch da sind die Werte dabei. Und wir haben in Slot 3 ebenfalls tauschbar Aufklärungsflugzeug oder Jäger. Ne? Wir erinnern uns, bei der Ägir haben wir das gar nicht. Wir haben ein viertes Verbrauchsmaterial gar nicht und wir können auch nicht durchtauschen. Da können wir nur die Hydro benutzen, Schadensbegrenzungsteam und Reparaturmannschaft, während wir hier als ein Slot mehr haben und sogar die Option hin und her zu tauschen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Ich habe mich hier bei dem Schiff auch für Jäger entschieden, weil ich denke, 20,6 Kilometer ist als Reichweite mehr als ausreichend, um damit wirkungsvoll zu sein. In Slot 4 gibt es dann die Reparaturmannschaft. 377 Trefferpunkte stellt ihr pro Sekunde wieder her, wenn ihr die India-Delta-Flagge mit dabei habt eben. Und das heißt, dass ihr im Optimalfall über 10.000 Trefferpunkte in einem Zyklus wiederherstellen könnt. Alle 76 Sekunden ist das eben möglich. Auch davon habt ihr eben 4 Aufladungen. Bei den Verbesserungen sind wir identisch wie bei der Ägir aufgestellt. Wir haben hier Hauptbewaffnungsmodifikation 1 drin in Slot 1, Schadensbegrenzungssystem Mod 1 in Slot 2, Risiko des Brandes und des Wassereinbruchs minimiert, Zielsystemmodifikation 1 für genauere Streuung, also für genauere Schießen der Granaten und eben ein Stückchen weitere Sekundärreichweite. Dann haben wir Schadensbegrenzungssystemmodifikation 2, wenn ihr brennt oder flutet, dann dauert das eben 15% kürzer. Die Tarnung ist hier natürlich mit drauf, die Streuung der Gegnergranaten wird erhöht und ihr selber seid 10% weniger weit zu entdecken. Und in Slot 6, das habe ich ja eingangs schon gesagt, Hauptbatterie-Modifikation 3, da geht die Ladezeit der Hauptbatterie nach unten und die Drehgeschwindigkeit der Türme geht leider auch nach unten. Das heißt, da drehen die Türme langsamer, aber dafür könnt ihr schneller nachladen. Bei den Signalen habe ich leicht anders geskillt als bei der Ägir. Das heißt, wir haben die komplette zweite Reihe unten komplett. Ne? Also November Foxtrot, Sierra Mike, dann die India-Delta-Flagge für die Reparaturmannschaft. Dann haben wir Juliet Yankee Bizo 2 an die Flooding, wenn man dazu sagen möchte. Dann gibt es die Zeit für die Brandbekämpfung reduziert durch India Yankee. Und die kam die sicherheitshalber die Anti-Deto-Flagge mit dabei, Juliet Charlie. Obwohl das hier wirklich das Risiko relativ gering ist, muss man ganz ehrlich sagen. In der oberen Reihe habe ich nur 2 Flaggen dabei, und zwar die November Echo Setter 7 für mehr kontinuierlichen Flaggschaden. Und dann, weil ich eben noch den Slot frei habe, eben Mike Yankee Soxy 6, was die Feuerreichweite der Sekundärbatterie nochmal weiter erhöht und auch nebenbei die Ladezeit reduziert und die Streuung der Sekundärbatteriegranaten. Ne? Das ist so mein Skill für den Signalen. Wenn ihr die Siegfried dann hier freischaltet für die Forschungspunkte, gibt es eine Tarnung dazu. Und die Tarnung bringt die Standardwerte und nebenbei die 20% Schiffswartungskosten reduziert sowie die EP je Gefecht um 100% geboostet. Dann kommen wir zum Kapitän und den könnt ihr tauschen. Ja, ganz einfach gesagt, den könnt ihr tauschen zwischen Ägir und Siegfried, wie ihr das möchtet, wenn ihr beide Schiffe habt. Die sind für mich gleich zu skillen. Ich habe hier präventive Maßnahmen oben drin, damit eben die Türme, von denen wir doch so wenig haben, weniger häufig ausfallen, auch bei der Flak und so weiter, das hilft ja überall. Ne? Elite-Schütze für eine höhere Turmdrehgeschwindigkeit, um der eben entgegenzuwirken für diese Hauptbatterie-Modifikation 3-Modul. Dann haben wir Adrenalinrausch natürlich dabei, wir nehmen Schaden und können dafür schneller nachladen. In Slot, also in der dritten Reihe, Grundlagen der Überlebensfähigkeit, auch da, damit wir eben nicht so lange brennen, weil das Problem ist eben, ihr seid ein großer Kreuzer, ihr brennt so lange wie ein Schlachtschiff. Darum müssen wir unbedingt diese Werte reduzieren. Branddauer und Flooding-Dauer. Ne? Und wir haben dann noch den Inspekteur dabei, um jeweils eine Aufladung eben mehr dabei zu haben. Eben auf diese 4x Reparatur, 4x Hydro und 4x Abfangjäger zu kommen. Oder eben die anderen Verbrauchsmaterialien, die dann da drin sind. In der Reihe 4 habe ich dann hier den Brandschutz drin, eine Quelle weniger und das Risiko des Brandes wird um 10% minimiert. Und wir haben den Tarnungsmeister hier natürlich auch mitgeskillt, um von der niedrigen Erkennbarkeit des Schiffes zu profitieren. Gut, dann sind wir beim Kapitän und alle soweit durch. Und dann kommen wir eigentlich nur noch zum Pro und Contra bei diesem Dampfer. Was mir bei der Siegfried aufgefallen ist, ist, dass sie mega genau ist. Ist meine persönliche Erfahrung in den Gefechten, die ich so hatte. Man kann sehr, sehr viel Spaß damit haben, wenn man weiß, wo man hinschießen muss und dann da auch trifft. Ne? Klar, es gibt immer mal auch da einen Moment, wo meine Granate nicht so kommt, wie man das gerne möchte. Aber überwiegend habe ich mich ziemlich wohl gefühlt mit der Streuung. Ähnlich gut wie bei der Ägir, denn die Ägir ist auch sehr, sehr genau. Und dann haben wir eine sehr, sehr hohe Penetrationskraft gegen Schlachtschiffe. Der
Damage, den ihr in Schlachtschiffe in den richtigen Situationen reinrammen könnt, ist wirklich beachtlich und hat mich beeindruckt, sage ich jetzt einfach mal. Das muss man natürlich dann situationsabhängig sehen, ja. Gegen den Kurfürst geht man schon ein relativ großes Risiko, dass man da eben auch mal schnell platzt, ne? Weil der eben mit den 4-6ern euch frontal overmatcht. Ja? Das sind halt so eine Sachen, da muss man eben vernünftig abwägen, auf der Minikarte gucken, kann ich das jetzt wagen oder kann ich es eben nicht wagen. Danach solltet ihr sortieren, was ihr mit der Siegfried macht. Guckt am Anfang der Gefechte, welche Schlachtschiffe stehen gegen euch. Habt ihr Flugzeugträger dabei? Gibt es viele HE-Spammer? So eine Sachen solltet ihr abchecken und dann halt prüfen, wie ihr mit der Siegfried eben agieren solltet. Auch gegen schwere Kreuzer, Hindenburg, Rhon, Prinz Eugen oder Admiral Hipper können alle gut zitadellt werden mit den 380ern. Dafür ist die Panzerung stark genug und die Granate braucht zu lange, um halt hinten wieder rauszufliegen. Darum explodiert sie dann eben glücklicherweise in der Zitadelle. Wir haben relativ viel Trefferpunkte, nicht so viel wie die Kronstadt, aber immerhin der zweite Platz. Eine sehr gute Torpedoschadensverringerung und eine sehr gute seitliche Panzerung, wie ich persönlich finde. Wir haben Torpedos dabei, wir haben vielseitiges Verbrauchsmaterial und wir haben eine niedrige Erkennbarkeit. Das sind die Punkte, die ich bei Pro aufgeschrieben habe. Dann gibt es noch welche bei Contra natürlich. Die Granaten-AP sind halt sehr anfällig für die Ziele. Ne? Wenn ihr leichte Kreuzer wählt und die seitlich Zitadellen wollt, habt ihr häufig Probleme. Ja, die neigen zu Overpenetrations, also Durchschläge. Ne? Ihr müsst euch halt wirklich gut überlegen, wie ihr es macht. Schießt auf leichte Kreuzer am besten frontal. Da ist die Zitadelle wahrscheinlicher, als wenn ihr seitlich drauf schießt, weil eben die Granate so stark durchschlagen kann. Dann haben wir schlechtere Torpedowinkel, das ist jetzt schon Jammern auf hohem Niveau, immerhin haben wir Torpedos, aber wir haben schlechtere Torpedowinkel als bei der Aegir, halt diese 15 Grad, 10 nach vorne, 5 nach hinten, die fehlen. Ihr müsst also mehr Seite zeigen und damit seid ihr dann wieder anfälliger für Schaden. Dann haben wir natürlich den relativ schlechten HE-Alpha-Damage, der sogar von den 310er der Azuma übertroffen werden. Und eben von den französischen und britischen Schlachtschiffen, die auch ein ähnliches Kaliber fahren wie ihr selbst. Und noch eine Schwäche, auch wie bei der Aegir eigentlich die Front- und die Deckpanzerung. Ne? Wir haben halt eine relativ dünne Panzerung frontal und auch der Deck ist relativ dünn, extrem HE-anfällig und natürlich dann eben Overpen oder Overmatch-anfällig für gegnerische Schlachtschiffe. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Allgemein ist noch eine Schwäche aus meiner Sicht die geringe Anzahl der Granaten, was Wargaming hier mit einer höheren Genauigkeit wettmachen will. Das könnte... Also das, meiner Meinung nach gelingt ihnen das, aber man darf das halt auch immer nicht verkennen, dass es trotz all dem eben nur 6 Mumpeln sind, die ihr in der Luft habt. Allgemein habe ich mich mit der Siegfried nicht so leicht getan wie mit der Aegir, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich mit der Aegir viel näher an den Feind ran muss. Das war für mich schon eine gewisse Herausforderung. Ich habe mich aber inzwischen relativ gut mit der Siegfried eingespielt und hatte auch hier mit ihr eine Menge Spaß. 47.000 Forschungspunkte ist sie aus meiner Sicht durchaus wert. Man muss, wie gesagt, gut abwägen, was man mit dem Schiff wann in den Gefechten tut. Wer das kann, wird mit dem Siegfried eine Menge Spaß haben. Und das war's von unserer Schiffseinweisung. Ich sage danke für eure Zeit. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Wenn es so ist, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, empfehlt uns gerne weiter. Und ja, kommentiert gerne, was eure Meinung zu Siegfried ist oder zu diesem Video. Gerne konstruktiv. Bis dahin, euer Siegfried-Team, euer Andi. Ciao, ciao.